Hallo Jungs, grüßt euch, ein Service-Video und zwar geht es um ein Flywireless-System, das V-Stabi, in meinem Fall das V-Bar Neo hier. Es hat Probleme bei der Initialisierung mit manchen Servos, mit manchen Herstellern oder mit manchen Baureihen. Zeige ich euch gleich, was Mikado dazu sagt. Was passiert da bei der fehlerhaften Initialisierung? Er nimmt in meinem konkreten Beispiel das Servo vom Kanal 2 nimmt er einfach nicht mit. Es wird nicht bestromt und hat keine Funktion. Manchmal ist es gut, manchmal ist es weniger gut. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar passiert Folgendes. Das wird bestromt, das System mit 6S oder 12S, ist egal. Je nach Heli. Und es ist auch völlig egal, ob man ein internes BC hat, ein externes BC, ob ein Stützakku dran ist oder hier ein Buffer oder sonst was. Das hat damit nichts zu tun. Murphys Gesetz sagt, wenn ich das jetzt mache hier, dann geht alles gut. Dann sind alle drei Servos voll da. Aber dann mache ich es halt so lange, bis das eine Servo hier, das Servo vom Ausgang 2, bis es nicht mitgenommen wird, nicht initialisiert wird. Achtung, Motor ist aus. Mal schauen. Na, natürlich hat er es mitgenommen. Das Nix-Servo ist da. Das Rollservo hier, Rollservo rechts. Das Servo auf der rechten Seite ist das Rollservo. Und auf der linken Seite hier, das Pitch-Servo ist auch da. Das betrifft es. Das ist der Ausgang 2. Sag ich euch, das ist alles in Ordnung, wie sich das gehört. Das machen wir jetzt nochmal. Mal sehen. Buffer aus. So, mal gucken. Ob er es jetzt mitnimmt. Er nimmt es nicht mit. Haben wir Glück. Haben wir ein Glück. Und zwar hier haben wir es. Servo Ausgang Nummer 2. Nicht mitgenommen. Nick, Rollservo, wunderbar. Aber das eine eben nicht. So kann man natürlich nicht losfliegen, ist klar. Auf der Seite von Mikado. Initialisierungsprobleme mancher Servos. Das habe ich noch ein bisschen größer gemacht. Hier, da oben ist nochmal die VIP-Adresse, wo ihr das finden könnt. Und es gehen offensichtlich, so schreibt Mikado, bei der Initialisierung wird ein Signal vom Neo ausgesandt und die Servos gehen offensichtlich unkontrolliert in einem Programmiermodus. So, das betrifft aber nur den Servoausgang 2, komischerweise. Wie kann man das beheben? Ihr kriegt das hier gleich nochmal in der Nahaufnahme, indem man, so ich fummel mir das jetzt mal hier, den betreffenden Servo einmal abzieht, zack, und wieder ranmacht. Und schon ist er wieder da. Habt ihr vielleicht gehört, also sogar Klack hat es kurz gemacht. Und schon ist er wieder da. Ich habe keinen Strom abgemacht, gar nichts, nicht rumgefummelt. Ich habe einfach nur den Stecker raus und wieder rein. Und jetzt bekommt der Servo, der betreffende Servo hier, Ausgang 2, ein ganz normales Signal, dass er zu arbeiten hat. So stelle ich mir das jetzt als Laie vor. Und alles ist wieder gut. Ich habe auch schon einen Test gemacht, man kann dann damit fliegen. Also er fällt dann nicht plötzlich wieder aus und geht plötzlich wieder in irgendeinen Programmiermodus oder was weiß ich, was für ein Modus, keine Ahnung. Man kann damit wunderbar fliegen, braucht keine Angst haben. Es ist auch nichts kaputt. Man wird ja auch wahnsinnig, wenn man sowas hat. Mal ist es da, mal ist es nicht da. Dann denkt man sich, ich habe hier noch Wackelkontakt. Das Servo hat einen Wackelkontakt, was ist das für ein Scheiß? Oder ich selbst, ich bin ja auch eine Fehlerquelle, dann kontrolliere ich, habe ich hier das Servokabel irgendwo verletzt vielleicht, kann das sein? Nee, habe ich nicht. Dann crimp ich ja meine Stecker auch selber. Ist da irgendwie was, kein Kontakt oder was? Ist mir noch nie passiert beim Crimpen. Ist es ja auch nicht. Dann denkt man sich, der eine oder andere Helipilot denkt sich, das Neo ist kaputt, das Flywireless-System ist kaputt. Die gehen übrigens, das gilt für alle Flywireless-Systeme, sehr, sehr selten kaputt. Und dann schickt man das ein und man bekommt es wieder von Mikado und die sagen, das ist alles in Ordnung mit dem Neo, ich weiß gar nicht, was sie haben. Laut unserem Test. Und dann steht man da. Jetzt wisst ihr Bescheid, es sind Impulse an einer bestimmten Serie. Mikado spricht hier von Savox oder Align Servos. Ich habe übrigens mit meinen 820er Align Servos, die habe ich auch auf zwei Helis mit einem Neo, noch nie Probleme gehabt. Es müssen tatsächlich irgendwelche Serien sein, wo das jetzt vorkommt. Und hier habe ich KST-Servos drauf, und zwar die 915er.
Richtig geile High-End-Servos. Savox und Align-Servos sind auch richtig gute Servos, das möchte ich nochmal betonen. Aber das betrifft auch diese Servos. So, Mikado sagt, Servos sind kaputt, hier müsst ihr einschicken. Ja, genau. Bin ich nicht mit einverstanden. Ich habe jetzt drei Möglichkeiten. Entweder ich lasse das so und lebe damit. Nein, damit kann ich nicht leben, immer hier den Stecker zu ziehen. Und dann mag ich das auch nicht. Ich verlege ja meine Kabel immer. Ich habe Freude daran, die sehr sauber zu verlegen. Und das geht hier leider nicht, weil ich das eine Kabel immer raus und rein stecken muss. Und das sieht hier aus wie auf dem Kabeltisch. Das ist fürchterlich, mag ich nicht. Kommt für mich nicht in Frage, damit zu leben. Die zweite Möglichkeit ist, andere Servos einzubauen. Da bin ich auch überhaupt nicht mit einverstanden. Die 915er KSD-Servos hier, die sind hammergeil. High-End-Servos, Luxus-Servos für mich. Also bleibt noch die dritte Möglichkeit. Das Neo kommt hier raus, kommt wieder in den anderen Helikopter rein, in den 700er Goblin. Da habe ich Servos drauf, und zwar JR-Servos, JR-DS6315HV. Auch hammergeile Servos. Die macht das Neo auch. Also kommst du da wieder rauf und was kommt hier drauf? Ich habe hier noch, die ist leider leer, Brain habe ich leider nicht mehr, aber ich habe noch einen Bavarian Demon und dann kommt das eben hier drauf. Und das Bavarian Demon zickt mit überhaupt keinem Servo rum. So, das dazu, verzweifelt nicht, wenn ihr dieses Problem habt und ihr so langsam eine Krise bekommt und kommt nicht drauf, ist auch wirklich sehr schwer darauf zu kommen, auf dieses Problem, dann wisst ihr es jetzt. Und habe dann diese Möglichkeiten. Es gibt eine vierte Möglichkeit, den kompletten Helikopter in die Spree zu schmeißen, aber das habe ich, das will ich irgendwie nicht so richtig tun, obwohl ich ja gleich hier vorne fließt. Ja, das ist auch nur intern für uns hier. Würde ich niemals machen. Aber der Gedanke ist manchmal da. Ja, Jungs, ich hoffe, ich konnte euch helfen, und zwar den Leuten, die es betrifft, mit dem V-Stabi. Beim V-Stabi ist es auch schon mal vorgekommen, aber da zuckte das irgendwie immer so komisch rum am Anfang. Es ist schon lange her, wo ich diese Anfrage hatte. Da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern. Da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Aber bei dem Neo, da gibt es im Internet tatsächlich schon einige andere Leute, die genau das Problem auch geschildert haben. Aber jetzt ist offiziell auf der Mikado-Seite, die ich euch gerade eben hier gezeigt habe, da ist das Problem tatsächlich aufgetaucht und auch beschrieben. Also braucht keine Angst haben. Bis dann, Jungs. Ciao.